Ja, vielen Dank für deinen wunderbaren Film. Er müsste eigentlich an sein. Ja, ist an. Okay, gut. Das war dein Abschlussfilm. Was für ein Abschluss? Genau. Also ich habe an der Filmakademie in Wien studiert, Schnitt und Regie, und das war mein Abschlussfilm. Okay, und in dem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass es im Schnitt dieses Films vier Phasen gab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr schon angefangen zu schneiden, während ihr noch gedreht habt. Kannst du da was zu erzählen? Genau. Also wir haben sehr klassisch angefangen mit meinem Kollegen Nuran Talebi, quasi erstmal während den Dreharbeiten schon zu schneiden, was sehr hilfreich war in der Zeit, gerade weil das eben alles sehr offen war. Also wir haben uns eigentlich wirklich erstmal so auch an Ahmed und seine Lebenswelten rantasten müssen und haben dann währenddessen schon sichten können. Nuran hat parallel dazu immer so kleine Sequenzen geschnitten, die wir dann irgendwie auch gemeinsam besprochen haben, und da konnten wir dann eben auch drauf reagieren. Das war die erste Phase. Ganz kurz, der Protagonist, kleiner Ausflug, den Protagonisten, den kanntest du schon, oder? Genau, also ich habe mit Ahmed 2015 schon einen Kurzfilm zusammengedreht und danach dann nochmal was als Laiendarsteller. Ich habe diese Erfahrung auch schon mal gemacht, dass das was ganz Besonderes ist, wenn man schneidet und noch dreht. Kannst du noch mal irgendwie sagen, was da so die Vorteile sind? Aber in dem Fall war es tatsächlich, weil also der Film war von vornherein so angelegt, dass der eigentlich möglichst organisch wachsen sollen darf. Also dass wir sozusagen alle gemeinsam an diesem Film arbeiten und jeder und jede sozusagen was dazu beiträgt. Und da war das einfach dann schön, dass man da sozusagen während dem Dreh dann parallel einfach schon mal sehen konnte, was dabei rauskommt, wie die Sachen zusammenpassen, wo vielleicht Lücken sind und wie man damit umgehen kann. Also gerade für die Bildsprache war das ein sehr spannender Prozess, zu schauen, wie was funktioniert. Gerade weil es in dem Fall war es jetzt irgendwie sehr wichtig, eine Balance zu finden zwischen eher weiten Einstellungen, also zwischen Nähe und zwischen Distanz. Und das war was, was da dann irgendwie so rauskam. Also sozusagen zwischen emotional mitgehen und gleichzeitig dann aber auch die Möglichkeit zum Beobachten zu geben. Und dann gab es auch Rückwirkungen auf das Drehen direkt, oder? Also man hat gesehen, was funktioniert. Genau, also das war gerade jetzt im Hinblick auf die Kameraarbeit, war das dann irgendwie wichtig, und dann auch jetzt im weiteren Verlauf dann auch einfach um zu sehen, wo es einfach noch an Bildern fehlt, also was wir schon haben. Und wo wir einfach auch noch irgendwie Material sammeln müssen. Und in dem Fall war es eigentlich wirklich so, dass wir sozusagen das Drehen quasi als ein Sammeln von Möglichkeiten hatten und im Schnitt dann sozusagen Entscheidungen gefällt wurden und dann eigentlich auch der Film geschrieben wurde, im Prinzip erst. Jetzt habt ihr, seid ihr also so gestartet, und das war so die erste Schnittphase, diese Sequenzen erstellen, und in der zweiten Schnittphase habt ihr den Film dann, glaube ich, einmal fertiggestellt, und du hattest erzählt, er hat dann auch irgendwie funktioniert. Genau, also er hat funktioniert, aber er hatte, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, irgendwie, also so dieses, er hat halt funktioniert, aber mehr war nicht, also mehr war nicht da. Es war irgendwie, es hat so ein bisschen die Seele gefehlt und das Gefühl, und das war irgendwie was, wo man sagen konnte, ja, dramaturgisch und handwerklich funktioniert es, aber ich weiß jetzt nicht, warum ich mir das jetzt anschauen sollte. Das war so ein bisschen schwierig, und das hat einfach damit zu tun gehabt, dass wir zeitlich schon einen relativ klar abgesteckten Plan hatten, weil eben der Nuran schon, also wusste, dass er dann in ein anderes Projekt involviert ist. Das heißt, wir haben halt versucht, das irgendwie dann in der Zeit auch durchzuboxen. Und unter dem Zeitdruck mit so viel Material, da haben wir uns einfach verkalkuliert. Es war ja auch jetzt sozusagen unser Abschlussfilm, beide auch nicht irgendwie erfahren gewesen jetzt, was dieses Format angeht, und da haben wir uns ein bisschen verschätzt. Weil du jetzt gerade das Format ansprichst, ich hake da kurz nach, weil die Dinge, die du vorher geschnitten hattest und gestaltet hast, die waren wesentlich kürzer, richtig? Genau, also das Längste, also es waren oft eigentlich auch eher so experimentelle Sachen, auch Videoinstallationen und
dann eben auch so Kurzfilme, aber das längste waren 30 Minuten. Also so in dem Bereich, das war vollkommen Neuland. Jetzt war ein Film fertig, wo man dann vielleicht auch ganz froh ist, dass man das eigentlich hinbekommen hat. Mir fällt auf, dass es da ja eine inhärente Dramaturgie gibt, dass es ein Boxer, da gibt es Wettkämpfe. So die Frage, war das nie eine Überlegung, dass das im Mittelpunkt stehen könnte? Also das war so der erste Film. Also ich glaube eben aus dem Material, also so wie ich es auch schon beschrieben habe, also man hätte wirklich also mindestens 3 oder wahrscheinlich 5 vollkommen unterschiedliche Filme da draus schneiden können. Wenn auch mit den Filmen selber geschnitten hätte, dann wäre es wahrscheinlich eine Fortsetzung von Rocky geworden irgendwie so. Und das Problem an der Sache war sozusagen da jetzt wirklich, dass ich diesen fertigen Film hatte, der funktioniert hat, wo eben auch so eine eher klassische Dramaturgie im Vordergrund stand. Weil das Naheliegendste war, da ging es dann eben um dieses Training jetzt auf diese Staatsmeisterschaft und wie schlägt er sich in diesem Schauspielkurs. Also es war so, der Held hat ein Ziel und das verfolgt er und wird das erreichen, also mit so Sachen, die man dann an der Filmschule eben auch so lernt. Und ich hatte dann diesen Film und der Nuran war dann schon weg und bin dann da gesessen und habe dann gedacht so, nee, das funktioniert einfach nicht, also das kann ich so nicht stehen lassen. Du hattest ja auch, zumindest vermittelt sich das so, einen Protagonisten gehabt, der nicht so nahbar war, der also gefühlt immer so Darsteller bleibt oder und zwar nicht nur im Schauspielkurs. Genau, und das war auch was man in dieser ersten Version sehr stark gespürt hat. Also da war das wirklich irgendwie so eine ganz seltsame Mischung zwischen dokumentarischem Filmen von einem Protagonisten, der die ganze Zeit irgendwie was spielt. Und das war unglaublich schwierig. Also schon während den Dreharbeiten war das was mir sehr stark aufgefallen ist, dass er eigentlich immer eine Rolle spielt, weil ich kenne ihn ja auch privat, also schon seit recht vielen Jahren und habe einfach gemerkt, wie er sich dann eben auch an diesen Orten, wo ich ihn davor ja aber auch noch nie erlebt habe, also an der Kaserne zum Beispiel, wie er sich da selber einfach die ganze Zeit inszeniert und wie er da Rollen spielt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das eigentliche Thema des Films ist. Also so. Ich wollte gerade fragen, als Regisseur ist das nicht so ein Moment der Verzweiflung? Doch, das war absolut, das war schrecklich, weil ich hatte eben dieses Material und habe das Gefühl gehabt, irgendwie ich kriege diesen Darsteller irgendwie nie dahin, wo ich ihn für diese Art der Dramaturgie hinkriegen müsste. Also mit all dem Material, was wir hatten, wären wir da nicht hingekommen. Und dann war es sozusagen das irgendwie eine Reaktion auf diese erste Version, dass man dann irgendwie sagt, okay, da muss man sozusagen aus diesem Hindernis, was sich da jetzt irgendwie bildet, eine Möglichkeit schaffen und daran dann irgendwie damit kreativ umgehen. Und du warst sehr unzufrieden mit eurer ersten Fassung und die Zusammenarbeit war dann aus zeitlichen Gründen erstmal beendet und dann begann eine Phase, die dritte Phase im Schnitt, in der du dich also ganz alleine hingesetzt hast. Ja, also das war auch gar nichts irgendwie jetzt so persönlich, weil ich habe mit dem Nuran auch davor schon zusammengeschnitten, also und das war eine super Zusammenarbeit, das waren einfach die äußeren Umstände, die da extrem ungünstig waren. Und er war dann eben weg und ich saß dann da mit diesem Film und musste mich dann entscheiden, was ich jetzt dann irgendwie machen soll. Und ich wusste aber, dass ich das so irgendwie nicht einfach hinnehmen kann, weil es war auch mein Abschlussfilm an der Filmakademie und will man natürlich auch was schaffen und ich habe mich dann auch verpflichtet gefühlt den ganzen Leuten gegenüber, die da mitgearbeitet haben und auch, also wir hatten sehr wenig Budget und hatten dafür aber sehr, sehr viele liebe Menschen, die uns unterstützt haben, einfach auch durch ihre Präsenz. Wir haben die ganzen Motive gratis gekriegt. Wir haben eben nur zu dritt gedreht, wir haben dann irgendwie bei den Leuten, bei denen wir gedreht haben, zum Beispiel Ahmeds Familie, die haben uns dann mit Essen versorgt und solche Sachen. Also, und da habe ich dann gedacht, das kann ich nicht bringen, da jetzt dann irgendwie sowas. Genau, dann hatte ich sozusagen den Moment, wo ich dann auch geschaut habe nach weiteren Editorinnen, Editoren und irgendwie hatte aber niemand Zeit und dann...
ja, kam noch dazu, dass meine Freundin und ich in der Zeit noch ein Kind gekriegt haben. Also das war dann auch nochmal so ein Ding und da musste ich irgendwie sagen, ja, ich muss jetzt unbezahlt nebenher noch diesen Job dann irgendwie, also diesen Film fertig schneiden. Und also das war, da bin ich wirklich kurz verzweifelt und habe auch nicht gewusst, was ich jetzt dann weitermachen soll. Also das war sehr heftig. In der Zeit habe ich übrigens auch sehr oft den Song vom Abspann gehört, irgendwie von Daniel Johnston. Der ist bekannt. Genau. Also so eine Krisenphase, in der du wusstest, dass das ist noch nicht der Film, der es sein soll und du hast dich dann alleine auf die Suche gemacht. Ja, es war einfach so ein inneres Gefühl, wo ich gemerkt habe, da ist noch was anderes drin. Also sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie unbedingt, dass da jetzt irgendwie was anderes draus machen wollte. Also es war überhaupt nicht meine Absicht, da allein zu schneiden. Das war so das Letzte, was ich in der Situation eigentlich machen wollte. Aber ich habe gemerkt, dass da was anderes drin ist und dass ich das irgendwie rausarbeiten muss. Das war wie so ein Zwang. Also so, ich habe irgendwie gespürt, da ist noch was, was raus muss. Und dann habe ich eben selber nochmal angefangen, das Material alles zu sichten und zu überlegen und wirklich eben auch problemlösend daran zu gehen. Also wirklich so irgendwie diese erste Version daraufhin abzuklopfen, was funktioniert da nicht und warum funktioniert es nicht. Das waren eher so allgemeine Dinge, also jetzt weniger wirklich so technische Sachen irgendwie, weil das hat ja alles funktioniert, sondern wirklich so die Stimme des Films rauszuarbeiten. Also was kann ich da sagen und warum will ich in dieser sowieso schon mit Bildern überfluteten Welt jetzt nochmal sowas irgendwie da rausgeben? Du hast ja dann angefangen, ganz stark einzugreifen in diese non-fiktionale Welt. Man merkt es immer wieder, es schleicht sich so rein und es gibt dann so Verfremdungseffekte. Sind die in dieser Zeit entstanden? Die waren davor schon angelegt, es war dann eher eine Frage der Gewichtung, also wie stark man das dann irgendwie da mit reinbringt, weil sie es eben einfach aufgrund von der Thematik sehr stark angeboten hat, da also auch so dieses Thema der Inszenierung sozusagen dann auch in den Film mit reinzubringen und eben auch so bewusst, immer bewusst zu machen, dass das ein Film ist, den wir da sehen und nicht die Realität, weil ich das grundsätzlich irgendwie schwierig finde und auch im Zusammenhang mit Ahmed jetzt war das einfach dann auch mit diesen Überhöhungen zu arbeiten, hat sich richtig angefühlt und hat ihm auch irgendwie so eine gewisse Sicherheit gegeben dann in manchen Situationen. Und glaube ich auch so für das Ganze, es war für mich einfach ein notwendiges Mittel, da diese Inszenierung nicht nur auf diesen Schauspielkurs zu lassen, weil er eben auch in anderen Bereichen diese Rollen spielt. Und das wollte ich sozusagen ein bisschen überspitzen. Hast du das mal mit anderen Leuten diskutiert, wie das ist, wenn man so einen Boxkampf mit Percussion unterlegt? Ja, also ganz am Anfang, als ich das, also diesen Vorschlag brachte, irgendwie so mit Percussions das zu unterlegen, haben die gedacht, ich mache einen Spaß, also weil das ja wirklich irgendwie dann so ein Stummfilm-Stil dann irgendwie auch kippen kann. Und ja, als ich das dann aber, also ich habe mit unserem Sounddesigner in einem sehr engen Austausch gearbeitet und da haben wir dann quasi gemeinsam auch so dieses Konzept rausgearbeitet, wie wir damit arbeiten können, ohne dass es sozusagen in was Lächerliches irgendwie übergeht. Und gleichzeitig aber auch sich dann, also so eine Balance zu finden, dass es sich in den Film eingliedert, aber gleichzeitig dann irgendwie doch so als Verfremdungseffekt dann noch spürbar bleibt. Und das ist eben, war uns wichtig, dass man das gleich von Anfang an auch schon spürt, also so im Sinne von einer Vereinbarung mit den Zuseherinnen dann auch irgendwie, dass man da dann irgendwie gleich merkt, weil also das, was ich auf keinen Fall wollte, ist, vielleicht habe ich es deswegen auch so gemacht mit diesem Überspitzen, weil ich wollte eben auf keinen Fall Momente, die sich für mich unecht oder inszeniert angefühlt haben, schon beim Drehen, das dann zu kaschieren oder da so zu tun, als ob das jetzt echt wäre, sondern eben bewusst irgendwie die Frage in den Raum zu stellen, auch was ist jetzt hier gespielt und was ist echt, weil das auch was ist, was mich persönlich wesentlich mehr interessiert. Also der Grenzgang zwischen dem Fiktionalen und dem, naja, es ist non-fiktional, aber es ist ziemlich viel von dir und man kann ja das natürlich auch als Kommentar verstehen, wenn er den Gang auf und ab geht mit seinem Handy in der Hand und jeder Schritt ist also ein Klack und jedes Umdrehen ist ein Kling. Das ist natürlich auch, das ist dein Blick, deine Autorenschaft ist ganz deutlich spürbar.
Das war vielleicht auch das, was ich da eben am stärksten rauserkannt habe, also im Laufe dieses Prozesses irgendwie, und deswegen war das eben auch eine extrem lehrreiche Erfahrung, irgendwie auch so dieser Schnitt, dieses Zurückgeworfensein auf das eigene Material, was man da fabriziert hat irgendwie, und sich damit auch selber auseinandersetzen zu müssen, sehr intensiv, dass ich einfach nochmal ganz grundsätzlich überlegen musste, was will ich eigentlich sagen und was ist mein Blick auf diese Person. Und das war dann das, was dann letztendlich auch irgendwie so das war, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist das Wertvollste, was ich persönlich irgendwie draus machen kann, ist nicht zu versuchen, das irgendwie allgemein in eine stimmige Form zu bringen, sondern zu versuchen, möglichst präzise meinen persönlichen Blick auf diesen Menschen wiederzugeben. Da gibt es Einstellung, die hätte woanders eben auch sein können. Das ist die, wo er seine Hand kühlt, von der wir wissen, dass es da so, dass er da eine Verletzung hat, und diese Verletzung gefährdet sein Boxen. Die hätte doch eigentlich an den Anfang gehört und jetzt kommt sie aber ganz weit am Ende. Kannst du nochmal erklären, was du damit bezweckt hast? Ja, also das war wirklich eine dramaturgische Entscheidung, weil ursprünglich war das so, von dem Moment, wo wir das gedreht hatten, war vor der Staatsmeisterschaft. Das wird ja auch angesprochen, dass er sich an der Hand verletzt hat. Und das war sozusagen auch ein Weg, dem wir am Anfang gefolgt sind, sozusagen. Er hat diese Verletzung, wird er seine Hand brechen oder kann er noch den Boxkampf dann irgendwie stehen? Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich dieser Strategie folge, verliere ich den Menschen, sondern es wird so plotorientiert und ich verliere ihn als Figur mit seinen Emotionen. Und das war das, was mich interessiert hat. Und an der Stelle, wo es jetzt platziert ist, hat es eine komplett andere Wirkung, weil da geht es schon nicht mehr darum, ob er irgendwie was damit erreicht, sondern da kriegt dann diese Szene irgendwie, zeigt seinen selbstdestruktiven Umgang eigentlich, also mit sich und mit seinem Körper. Und das war eben was, was mich viel mehr interessiert hat. Aber eigentlich, sagen wir mal, dieser klassischen narrativen Strategie widersprechen würde. Und so in dem Sinn sind wir dann vorgegangen. Und dann gab es eine vierte Phase des Schnitts, genau. Die war auch nochmal anders. Genau, da habe ich dann glücklicherweise einen Kollegen an die Seite gekriegt, mit dem ich dann irgendwie gemeinsam weitergearbeitet habe. Also was dann aber komplett anders war als die erste Phase und auch sehr anders als die zweite Phase, weil wir uns eigentlich großteils wirklich unterhalten haben. Also da wirklich einfach ganz viel über die Geschichte, über die Figuren gesprochen haben, viel mit Karten an Wänden herumgeschoben haben. Warum ist das wichtig, dann noch jemand anders zu haben? Also zum einen irgendwie ist es sehr gut für einen als Menschen. Also für mich war es einfach unglaublich gut und wichtig, da jemanden zu haben, mit dem ich mich unterhalten kann, mit dem ich mich dann austauschen kann. Also ich hatte ja glücklicherweise über den ganzen Prozess die Tizakovi, die mich unterstützt hat. Aber die hat selber einen Film gedreht in der Zeit und dementsprechend hatte die dann auch eher sporadisch Zeit. Und dann war das da einfach so, wo ich dann wirklich mal wieder so eine Woche lang einfach mit jemand anderem in Schnittraum konnte. Und das war toll, also so einfach dann irgendwie aus dieser Einsamkeit dann da auch wieder rauszukommen und irgendwie jemand zu haben, der sich dann parallel selber auch Gedanken macht. Also das waren dann von so Sachen wie, dass ich eine SMS kriege, beim Duschen ist mir eingefallen, wir könnten das so und so probieren irgendwie. Und das war, weiß nicht, das ist auch das, was ich halt einfach am Filme machen mag und vor allem eigentlich auch am Schneiden. Also so der Schnitt war eigentlich schon immer so der liebste Teil vom Filme machen für mich irgendwie, weil da eben genau diese Dinge entstehen, dass man sich manchmal stundenlang über was unterhält, was eigentlich in eine vollkommen andere Richtung führt. Und dann am nächsten Tag merkt man, dass es eben nicht in eine andere Richtung geführt hat, sondern dass es diesen kleinen Umweg gebraucht hat und dann daraus eine neue Erkenntnis entsteht. Und das war gerade in dem Bereich irgendwie extrem wichtig, also auch in dieser Phase, wo ich so wusste, was mir wichtig ist, aber eben nicht, wie wir das jetzt aus dem Material irgendwie dann umsetzen können. Da fällt mir ein, die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Kurve, also der Umweg. Würdest du sagen, war jetzt für dich als Macher, also Director und Editor, was war so die größte Herausforderung in dem Schnitt des Films?
Das war, glaube ich, wirklich so dieses Herausfühlen der Stimme des Films irgendwie und sich da auch wirklich drauf zu verlassen, weil ich hatte auch genug Gegenwind, was das angeht. Also mir hat einer meiner Dozenten dann sogar nach der Premiere dann noch gesagt, also er hätte es besser gefunden, wenn das irgendwie diese klassische Boxer-Story gewesen wäre irgendwie. Und dann, jetzt fand ich das dann witzig irgendwie, bis befremdlich, aber zu dem Zeitpunkt, wenn man das dann irgendwie immer so gesagt kriegt, dann ist das irgendwie natürlich schon irritierend auch, gerade wenn man sich dann in so eine Richtung bewegt, die irgendwie von diesem, sag ich mal, eher klassischen Bild, was man ja auch so beigebracht kriegt, irgendwie abweicht und wo man dann auch sich selber so ausliefert in einer gewissen Weise, weil diese Schwebe zu schaffen, das war das, was mich interessiert hat irgendwie und ich wollte auch einen Film machen, wo sich möglichst viele Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise selber wieder drin finden können und nicht eben diese eine Linie, wo dann nachher alle dasselbe sagen und dann irgendwie kriegt man so ein Schulterklopfen und das interessiert mich halt alles nicht irgendwie, sondern ich wollte irgendwie was schaffen, wo es halt eben nicht so ganz klar ist und wo vielleicht am Ende eher Fragen stehen als irgendwelche zu einfachen Antworten. Und gab es signifikante, wichtige Momente der Krise in diesem Film, in diesem Schnittprozess? Permanent. Also es war, das hat sich ja auch über einen relativ langen Zeitraum gezogen und dann war es so ab dem Moment, wo ich wusste, dass ich sozusagen jetzt, also wo ich dann diese Stimme entdeckt hatte und dann irgendwie wusste, in was für eine Richtung das gehen soll, dann musste man das ja auch noch umsetzen irgendwie. Und da war es dann zum Beispiel so, dass im Team sind irgendwie in der Zeit, glaube ich, 3 Kinder geboren worden und alle sind, also wir waren ja alle so am Absprung irgendwie so auch von der Filmschule, das war für uns alle irgendwie der Abschlussfilm. Und dann sind da natürlich auch so Sachen reingekommen, dass der Kameramann dann irgendwie eine Festanstellung bei SOS Kinderdorf, glaube ich, dann irgendwie angenommen hat. Und also lauter so ist so, sag ich mal, so grundlegend existenzielle Dinge irgendwie da dann bei allen reingekommen sind, wo dann auch so dieser Bruch, sage ich mal, von der Hochschulzeit, wo dann alle irgendwie immer Zeit haben und gemeinsam was machen, das haben wir da halt alle dann auch irgendwie so miterlebt und dementsprechend war auch wenig Zeit da. Also zum einen mussten wir uns dann nach Ahmed richten, also weil er ja nebenher auch arbeiten musste, dann eben das Vereinbaren mit dem Kameramann, wo dann eben auch andere Leute eingesprungen sind teilweise. Also die Freundin von dem Cutter ist dann irgendwie, hat dann übernommen eine Zeit lang und also das war so ein ziemliches Wechselspiel irgendwie und das war dann eben auch eine sehr krasse Herausforderung, das so zu schaffen, dass sich das nachher dann trotzdem so aus einem Guss anfühlt, was aber super funktioniert hat, weil da alle irgendwie wirklich gemeinsam, also gerade alle, die dann Kamera gemacht haben, die wurden dann davor gebrieft und haben sich dann irgendwie da auch wirklich damit auseinandergesetzt und ähnlich war es dann im Schnitt eben auch. Und was würdest du sagen, ist jetzt so dein großes Learning aus diesem Film? Du hast dich super lang damit befasst, bist durch Höhen und Tiefen gegangen. Was ist so die zentrale Sache, die du mitgenommen hast, die du jetzt, wir haben glaube ich keine NachwuchseditorInnen hier, oder? Was du denen mitgeben könntest als deine persönliche Erfahrung und vielleicht auch Empfehlung? Boah, also mitgeben können ist schwierig, ich glaube. Also ich fühle mich jetzt nicht in der Position, dass ich da jetzt irgendwie Ratschläge erteilen könnte. Irgendwie, ich kann sozusagen nur meine Erfahrungen irgendwie teilen und das war, glaube ich, wirklich das, dass ich halt irgendwie so für mich persönlich gemerkt habe, dass ich halt so auf, das klingt auch immer so blöd, aber halt so auf das Bauchgefühl hören muss irgendwie, gerade da jetzt irgendwie, weil sonst wäre das ein komplett anderer Film geworden, der sich, und ich habe das wirklich gemerkt, so diese erste Version des Films, die hat sich so fremd angefühlt. Ich weiß nicht, ob ich das, wenn das anders beschreiben kann, aber es hat sich nicht so angefühlt wie das, was, also, und nicht nur mir ging es so, sondern eigentlich allen. Und das hat mich dann natürlich auch bestärkt, da irgendwie weiterzumachen. Und man spürt dann irgendwie auch, wenn sich was richtig anfühlt. Also und so eben auch, so habe ich auch dann diese Balance zwischen dieser Nähe und der Distanz. Und da waren ja so viele Dinge irgendwie drin, also wo man so eine Balance finden musste einfach. Auch die Balance eben zwischen diesen inszenierten Momenten, wo er eine Rolle spielt und dann eben so diesen rein dokumentarischen Situationen. Es war irgendwie so ein
Balance finden und da gab es keine Regeln, an denen wir uns da entlang hangeln konnten, sondern, und da war halt diese Gespräche waren da einfach unbezahlbar, also einfach dieser zwischenmenschliche Austausch, wo man dann irgendwie Sachen diskutiert hat und immer wieder irgendwie auch zur Diskussion gestellt hat und wir haben dann auch oft über manche Sachen dann irgendwie zu dritt oder zu viert gesprochen. Ich habe mir verschiedene Meinungen eingeholt von unterschiedlichen Leuten und da dann versucht, den Querschnitt rauszuholen. Und am Ende habe ich dann irgendwie gemerkt, dass ich halt irgendwie ja, auf das hören muss, was sich für mich dann irgendwie richtig anfühlt. Das ist so einfach gesagt jetzt irgendwie, aber so mehr ins Detail weiß ich jetzt nicht, was ich da sagen könnte. Vielen Dank erstmal. Jetzt schaue ich da hinüber, unsere Juryvertreterin. Ulrike, hast du vielleicht noch eine Frage, die du stellen wollen würdest? Da käme, wenn du wolltest, auch ein Mikrofon zugeflogen. Bedient. Ja, okay. Ja. Wieder diese Herausforderung, dem Gefühl irgendwie zu vertrauen, ja. Auch, ne? Also und das überhaupt zuzulassen, das, was einfach nicht funktioniert und daran zu arbeiten, eine Lösung zu finden. Das kann ich alles jetzt, wo ich das gesehen habe und dich gehört habe, auch gut verstehen. Okay. Aber vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Gibt es noch Fragen aus dem restlichen Publikum, die wir dem Janis, wo er noch da ist, stellen können? Ja, da ist eine. Hallo, ja, danke erstmal. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. ich hatte noch so eine Frage zu der Arbeit mit ihm, weil ich irgendwie auch so das Gefühl hatte, dass es zwischendurch schon so inszenierte Momente auch gab. Also ich sitze jetzt gar nicht auf den Schnitt, ich glaube, aber es würde mich einfach interessieren. Es gab so mehrere Szenen, wo ich gedacht habe, inwiefern gab es dafür jetzt ein Skript oder eine Idee? Ja, ja. Genau. Da gibt es zum Beispiel die Schildkröte, die also da ins Bild wackelt. Sowas zum Beispiel. Es gab einfach viele gute Momente. Also es war einfach echt, danke, hat Spaß gemacht. Ich musste auch viel lachen, das war gut. Das ist schön. Ja, ich glaube, das war... Also ich würde jetzt nicht aufschlüsseln, was jetzt irgendwie, also sobald ich denke, man spürt es wahrscheinlich irgendwie und das war schon auch so die Intention, also gerade weil ich gemerkt habe, dass er eben auch in diesen dokumentarischen Momenten oftmals einfach selber eine Rolle gespielt hat und das hat sich, wenn man das dann sozusagen aneinandergereiht hat, irgendwie seltsam angefühlt, also weil man dann irgendwie, man hat ihm einfach nicht gerne zugeschaut, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, warum soll ich ihm jetzt dabei zusehen, wie er da eine Rolle spielt und dann musste man ihm sozusagen, also ich glaube, wir haben ihm im Schnitt sehr geholfen, dann, also ihn als Menschen nachvollziehbar zu machen, gerade indem wir diese überhöhten Situationen dann teilweise drin hatten, wo man eben dann eher vielleicht das Gefühl hat, das waren wir, die da gespielt haben und nicht er. Also sozusagen diese Rolle der Inszenierenden eher auf uns zu ziehen und nicht auf ihn. Also ihm da dann auch irgendwie einen Schutz dadurch zu geben. Das war so, glaube ich, dann irgendwie eine der grundlegenden Überlegungen, weil das einfach ihm als Figur unglaublich geholfen hat. Janis, ganz herzlichen Dank, vor allem für deine große Offenheit, Ehrlichkeit, dass du uns da einen Blick hinter die Kulissen des Schneideraums geben kannst. Das ist ja die EditorInnen, die wursteln ja gerne im Dunkeln und jetzt zerren wir diesen Prozess so ein bisschen ans Licht. Das ist aber auch die Idee von dieser Reihe. Toll, dass du hier warst. Vielen Dank für deinen Film. Vielen Dank Ihnen, euch allen, die ihr da seid und dabei seid. Und einen schönen Abend noch. Danke dir. Vielen Dank. Danke.